Am letzten Sonntag musste sich die Mannschaft von Jürgen Ehmann dem SC Freiburg trotz einer starken Leistung geschlagen geben. Ja, also das Spiel in Freiburg war natürlich sehr bitter. Ich denke, wir hätten auf jeden Fall einen Punkt verdient gehabt. Wir haben lange Zeit sehr gut mitgehalten mit Freiburg und ich denke, wir konnten ihnen lange Zeit Paroli bieten, aber ja, dann umso bitterer in der letzten Minute quasi das Gegentor zu bekommen. Ja. Kurz vor der Halbzeitpause gab es die Szene des Spiels. Sophie Howard und Michaela Specht prallten unglücklich mit den Köpfen zusammen und mussten ausgewechselt werden und der Klinik genäht werden. Ja, also wir waren natürlich im ersten Moment natürlich schon geschockt. Klar, zwei Spieler mit einer Platzwunde und dann noch zwei Spieler aus der Dreierkette, die ziemlich wichtig sind. Und da mussten wir natürlich umbauen und ich bin dann auch in die Dreierkette gerutscht, was natürlich im ersten Moment schon mal eine Umstellung ist. Und dann waren wir auch umsortiert und in dem Moment ist auch gerade das 0-1 dann gefallen, was natürlich ziemlich bitter ist. Aber ich glaube, dann nach der Halbzeit haben wir uns ziemlich gut gefangen und auch Franzi hat es dann ziemlich gut gemacht und ja, dann waren wir auch wieder stabil. Eigentlich wünscht sich Maximiliane Rall eher im Mittelfeld zu Hause, aber schon gegen Freiburg machte sie ihre Sache hinten in der Dreierkette gut. Und da man nicht genau weiß, wann Sophie Howard und Michaela Specht wieder spielen können, könnte sie durchaus noch öfters in der Dreierkette zum Einsatz kommen. Ja, es war natürlich schon eine kurze Umstellung, aber ich habe es in der Vorbereitung auch schon mal gespielt in der Dreierkette. Von daher war das jetzt nichts Neues, was ich noch nie gespielt habe. Natürlich ist es ein bisschen eine andere Position als rechts im Mittelfeld. Da kann man viel mehr nach vorne machen und sich auch in die Offensive einschalten, was ich gerne mal mache. Und das ist natürlich in der Dreierkette nicht so einfach oder nicht so erwünscht. Aus dem Spiel gegen Freiburg kann man aber auch viel Positives mitnehmen. Auch wenn es am Ende doch nicht zu einem Punkt reichte, zeigte die Mannschaft doch große Moral und erspielte sich auch Torchancen. Ja, auf jeden Fall. Ich denke, man kann ja fast nur Positives mitnehmen. Gerade auch spielerisch konnten wir uns Möglichkeiten erarbeiten. Nach einem 0-1 sind wir wieder zurückgekommen und vor allem halt auch das Kämpferische und dass wir ein Team waren auf dem Platz. Ich glaube, das müssen wir gegen Sand auch wieder zeigen und dann ist auch gegen Sand sicherlich was möglich. Erst seit diesem Sommer ist Maximiliane Rall fester Bestandteil im Erstligakader, gewöhnte sich aber schnell an die höhere Spielklasse und kam bislang in allen Spielen zum Einsatz und erzielte auch schon ein wichtiges Tor gegen Köln. Ja, also in der Mannschaft fühle ich mich sehr wohl. Man kannte natürlich auch schon die meisten, weil wir ja schon letztes Jahr auch mittrainiert haben und von daher war es eigentlich von der Eingewöhnungszeit her gar kein Problem und ja, ich wurde auch super aufgenommen und ja, so in den letzten Wochen habe ich mich schon ziemlich gut eingefunden und ja, dadurch, dass ich auch so viel Spielzeit bekommen habe, fällt es natürlich auch immer einfacher, sich zu integrieren und ja, ich bin natürlich sehr glücklich drüber, wie es momentan läuft, so für mich persönlich. Und wenn wir jetzt auch noch in den nächsten Wochen die Punkte holen, dann passt es. Nachdem es bislang gegen viele Mannschaften aus der ersten Tabellenhälfte ging, kommen nun in den nächsten Wochen die Gegner, gegen die man Punkte sammeln will. Ja, also in den nächsten 3 Wochen mit Sand, Jena und Duisburg, glaube ich, da warten auf jeden Fall 3 Gegner, die schlagbar sind und wo wir auf jeden Fall viele Punkte holen wollen und auch können. Und ich denke, da wollen wir auf jeden Fall unser Punktekonto aufbessern, um dann halt ja mit dem Abstieg nichts zu tun zu haben. Und das ist unser Ziel, vor der Winterpause da so im gesicherten Feld, sage ich mal, zu sein. Als erstes steht nun am Sonntag um 11 Uhr das Heimspiel im Dietmar-Hopp-Stadion gegen den Tabellennachbarn, den SC Sand, an. Aktuell haben die Südpartnerinnen 3 Punkte mehr wie wir auf dem Konto. Mit einem Sieg könnte man also gleichziehen. Die Vergangenheit lehrt aber, dass es stets enge Spiele auf Augenhöhe sind mit einem knappen Spielausgang. Sand ist natürlich eine sehr erfahrene Mannschaft. Die haben viele erfahrene ältere Spielerinnen drin und auch ziemlich eingespielt. Von daher wird es schon auf jeden Fall ein schweres Spiel, auch wenn es die letzten Jahre immer knapp war. Aber ich glaube schon, dass wir auf Augenhöhe sind und dass wir auf jeden Fall mithalten können. Und ja, vor allen Dingen wollen wir natürlich den ersten Heimsieg landen. Und dafür werden wir alles geben. Aber ich bin mir sicher, wenn wir so auftreten wie gegen Freiburg, dann wird es dann gegen uns ganz schwer haben und dann ist auf jeden Fall ein Sieg möglich. Der SC Sand ist eine erfahrene Mannschaft, die auf Fehler des Gegners lauert und dann gerne schnell in die Spitze spielt. Unsere Mannschaft will sich aber auf ihr eigenes Spiel konzentrieren und so zum Erfolg kommen. Ja, wir haben uns jetzt noch gar nicht so auf Sand spezialisiert, sondern wir schauen eigentlich gerade so eher nach uns und nach unserem Spiel. Ich denke, Sand hat ein gutes Umschaltspiel und stehen in der Defensive gut.
Aber trotzdem versuchen wir unser Spiel zu machen und wie gegen Freiburg werden wir wieder von den Trainern einen guten Plan mitbekommen und das werden wir in den nächsten Tagen noch erarbeiten und dann sind wir gut vorbereitet und können in das Spiel gehen.